herzlich willkommen zu einer neuen Folge Männerlords, auch in einer neuen Aufnahmesession. In der letzten Folge war die Schlacht um Nusslohe, die wir gewonnen haben. Uns gehören jetzt diese vier Gebiete. Natürlich ist auch unser Ziel, diese Gebiete alle zu besiedeln. Nur bevor wir das machen, werden wir erstmal hier schauen, in Waldbrand, dass wir das Ganze optimieren. Es kam auch nochmal ein Patch in der Zwischenzeit, denn zur Info für euch, die Aufnahme ist am 16.06.24. Und da habe ich nochmal ein bisschen durchgeguckt. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, die zerstörte Windmühle und auch den Speicher zu reparieren, was ja davor nicht wirklich ging. Weiß ich auch nicht warum, aber jetzt geht's auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch hier ein neues Lagerhaus beauftragt, so dass diese Gebäude hier danach weichen werden. Denn wir nutzen definitiv dann hier die Speicherüberreste, wenn sie schon mal da sind. Des Weiteren haben wir ja das Problem gehabt mit dem Regionshandel, dass wir die Waren nicht hin und her verschieben konnten. Ich habe jetzt die ganze Zeit immer hier unter Handel geschaut und da war ja bloß noch der Handelsposten und der Viehhandelsposten. Wenn wir aber unter Logistik gehen, gibt es die Packstation. Da wo natürlich auch dran steht, Tauschrouten einrichten zu können, mithilfe ihr Waren zwischen Regionen unter eurer Kontrolle verschieben könnt. Ich dachte nämlich, die Packstation ist komplett verschwunden, weil sie hier unter Handel nicht aufgetaucht ist. Kann natürlich sein, dass er auch wirklich zwischenzeitlich weg war, aber jetzt ist sie wieder da. Ich habe hier auch schon mal eine gebaut. Genauso habe ich auch schon eine gebaut hier drüben. In unserer Hauptregion. Da werden wir auch gleich jemanden reinsetzen. Sportregion ist ein Packesel erforderlich. Okay. Wie sieht es hier in dem Stall aus? Da können wir nicht. Also dann holen wir uns den Esel. Der bleibt wahrscheinlich dann hier stehen. Sobald ihr einen Order platziert habt, sucht ein Viehhändler die Stadt, um das Tier zu liefern. Ihr könnt einmal pro ein... ausrichten. Okay, ja, das ist ja klar. Dann packen wir den hier rein. Der wird dann wahrscheinlich auch hier wohnen. Und wir werden hier auch schauen, dass wir hier ein Tier dauerhaft zuweisen. Für die Zukunft. Aber wir haben, glaube ich, gerade keins frei. Deswegen lassen wir das. Unser Tauschpartner ist hier Waldbrand. Und dann müssen wir mal gucken, was wir hier eigentlich liefern werden. Das gleiche machen wir aber gleich die Voreinstellung hier drüben. Da werden wir uns dann... Habe ich überhaupt so viel Geld? Jo. Wir tauschen mit Eichenau. Und wir können, glaube ich, nur immer ein Handel einrichten. Ist die große Frage, was sollten wir handeln hierüber? Also bei Nahrung sieht es gerade sehr gut aus hier bei uns. Brennholz und das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Ja gut, die Häute könnten wir theoretisch rüberliefern, aber die könnten wir auch hier regional verarbeiten. Und Waffen werden hier drüben nicht produziert. Also wir haben aktuell eigentlich noch nicht wirklich was, was wir hier rüberschieben können. Wir haben aber gesagt, glaube ich, dass wir hier... Dass wir hier auf jeden Fall Landwirtschaft betreiben werden. Und wir haben wieder eine neue Person dazugekriegt. Das ist schon mal ganz gut. Ich packe ich jetzt trotzdem schon mal hier rein. Auch wenn noch kein Esel da ist.
Okay. Warte mal, das ist Lagerhaus. Der kommt mal raus. Lagerhaus kriegt gleich mal einen Mitarbeiter. Und dieses Lagerhaus hier reißen wir ab, auch auf die Gefahr hin, dass jetzt die Vorräte bei schlechtem Wetter dabei etwas beschädigt werden oder verloren gehen. Lass mal gleich mal zwei das Zeug holen. In der Zwischenzeit wird der hier auch gleich repariert. Das ist gleich ein großer Speicher, oder wie? Sieht so aus. Auch nicht schlecht. Ansonsten läuft das jetzt hier erstmal ganz gut. Und ich sag mal, jetzt hier schon eine Farm aufzubauen, ist ein bisschen wachsinnig. Da sollte man vielleicht eher schauen, dass wir den Holzfäller wieder in Betrieb kriegen. Warte mal, das machen wir jetzt auch gleich. Kann man hier Prioritäten mittlerweile zuweisen? Nö. Aber was könnten wir denn eventuell rüberschieben? Wir haben hier eigentlich einiges. Wir könnten Stein rüber verfrachten. Stein für die Kirche. Das wäre eine Idee. Weil ich glaube, ich habe noch keine Kirche hier in Auftrag. Okay, den Stein hätten wir aktuell. So viel Stein hier? Warte mal. Zeigt uns das jetzt gemeinsam an. Ich hätte doch gerne nur hier das, was jetzt hier ist. Okay, das war wohl ein Fehler. Dann können wir nämlich auch dann hier... Nicht genügend Material? Was willst du jetzt von mir? Ja, und was soll fehlen? Ach, Bauholz fehlt. Ja gut. Wie viel Bauholz besitzen wir hier drüben? Aber das würde ich jetzt auch nicht unbedingt rüberschieben. Wir könnten aber... Oh, Waffen, wartet mal. Lass mich mal da raus nochmal kurz. Schließen. Was haben wir denn hier? Wir könnten... Böden rüberliefern. Wir liefern Kriegsbögen. Und dafür holen wir von drüben. Wir könnten holen. Nehmen wir etwas Fleisch oder holen wir Beeren? Ich glaube, Bären haben wir am meisten da drüben. Oder? Ja, ich weiß, ich habe noch keine Familie, die hier... Oh, nee. Es wäre sinnvoller, Fleisch oder Gemüse zu nehmen. Glaube ich, liebend gerne Gemüse, wenn ich das machen kann. Kann ich aber gar nicht. Gut, dann Fleisch bitte.
Und dann lassen wir das noch offen und schauen, was. Da werden wir dann überschüssige Lebensmittel rüberpacken und uns, denke ich, ein bisschen Stein organisieren. So, lassen wir hier mal ein bisschen vorwärts laufen. Ich glaube, die Kirche machen wir hier hin. Auch wenn wir die jetzt aktuell noch nicht bauen können. Okay, das ist schon mal gut. Diesen Weg hier gleich mit dazu. Nee, warte mal, den machen wir mal weg hier. Und dann fahren wir den so hier durch. Und dann können wir nämlich auch eigentlich, ja, machen wir es so. Gibt es hier auch gleich zwei neue Wohnhäuser. Bauarbeiter haben wir auch gleich gekriegt. Dann werden wir das hier auch noch einfädeln. Das ist zu klein, oder? Natürlich ist es zu klein, schade. Obwohl, warte mal. Nee. Das ist ganz schade. Dann machen wir aber den hier weg. Dann ziehen wir den hier einfach noch ein Stückchen raus. Und dann machen wir den, kriege ich den ein bisschen schöner hin. Und dann ziehen wir den Weg einfach hier ein bisschen weiter raus. Ungefähr so. Dann können wir hier auch gleich nochmal ein Häuschen mit dazu bauen. Ich weiß noch nicht, wie ich es am liebsten hätte. Ich glaube, wir machen es so. So, jetzt machen wir auch mal wieder ein klein bisschen langsamer. Priorität machen wir nämlich bei dem Ding erstmal die höchste. Das ist jetzt alles eingeräumt, perfekt. Dann nehmen wir einen raus. Das auf die höchste. So, dann sieht es hier doch erstmal ganz gut aus. Dann gibt es hier noch eine Wohnraumerweiterung, die gibt es dann hier auch. Nachdem jetzt wieder Leute übrig sind, wird auch dann hier wieder einer eingesetzt und in der Brennholzhütte auch. Aber der da kriegt von mir jetzt den Arbeitsbereich, und zwar
In der Richtung hier. Und der da kriegt auch einen. Und zwar in dem Bereich hier. Dass die mir die Bäume hier in Ruhe lassen. Und dann werden wir auch in der Region einen. Ich brauche einen Förster. Warte mal, der muss hier vorne sein. Da. Oder habe ich den schon irgendwo? Ne, das ist ein Anbindebalken. Dann wird es hier noch einen Förster geben. Und ich bin mir gerade überlegen, ob wir dann nicht hier sagen, hier wird es dann auch nochmal so einen Handelsweg durchgeben, weil wir haben hier einen Weg durch. Und dann könnten wir eigentlich hier drüben noch anschließen. Brauchen die eigentlich für Baumaterial hier? Das würde mich mal interessieren. Aber wir könnten... Ich glaube, ich brauche nämlich Stein. Dann liefern wir jetzt einfach ein paar Bretter. Aber dann habe ich wieder keinen Bauarbeiter. Das ist jetzt natürlich wieder so eine Sache. Habe ich hier wieder irgendwo Leute drin, wo ich sie noch nicht brauche? Mal, ich könnte den hier aktuell rausnehmen. Nee, nehme ich nicht raus. Die brauche ich eigentlich auch alle. Außer den wieder mal. Die Sägegrube nehmen wir raus. Machen wir so. Da hinten steht nochmal ein Brunnen. Perfekt. Ist schon mal gut. Der Bevölkerung geht es hier richtig gut. Müssen wir mal gucken. Wir haben mittlerweile auch Kriegsbögen hier. Das ist aber Eichenau. Bogenschützen für Waldbrand. Ja, genau. Hätte ich nämlich ganz gerne. Haben wir nämlich da auch schon mal ein paar Leute. Apropos, habe ich eigentlich unsere Truppen? Die habe ich aufgelöst, oder? Jo, sieht gut aus. Dann haben wir hier nämlich auch schon mal ein bisschen Schutz hier in dem Bereich. Gibt es Lager, wo wir vernichten können aktuell? Eigentlich wahrscheinlich nicht. Weil es nur noch dieses Gebiet hier gibt. Also sollten wir auch mal gucken, ob wir nicht hier drüben so Richtung Herrenhaus gehen. Ich bin mir gerade überlegen, wo wir das Ganze jetzt machen. Eigentlich sollten wir das hier in der Hauptregion haben. Wo es hier ein Waldbrand eigentlich ziemlich mittig wäre. Und wir sind, glaube ich, auch noch kein kleines Dorf. Doch, sind wir sogar.
Dann könnten wir es sogar hier hinsetzen. Können wir das eigentlich nach dem Bau eures ersten Herrenhauses wird euer anfängliches Gefolge kostenlos in euer Anwesen einziehen. Aber das wäre schon hier eigentlich ganz cool. Ich weiß halt auch noch nicht, wie weit wir das hier ausbauen. Die Tiere haben wir hier ja auch nicht mehr. Und hier so an der Forstwirtschaft. Gefällt mir halt alles noch nicht so richtig. Oder wir machen es einfach hier hinten so mit hin. Ich hätte es gerne irgendwie erhöht. Ja, das wäre auf jeden Fall eine erhöhte Stelle hier oben. Können wir dann da hier runter gucken? Wenn der Wald quasi weg wäre, ja. Dann werden wir das doch in diese Richtung machen. Dann wird hier hinten das Herrenhaus entstehen. Mauern und Außentürme, Garnisonsturm, ein Steueramt. Das werden wir definitiv mit hinzufügen. Aber warte mal, der Garnisonsturm. Den packen wir hier ran. Und das Steueramt. Das setzen wir einfach mal hier hin. Werden wir hier auch eine Straße rausmachen. Die werden wir so hier hinten anschließen. Und ich würde auch sagen, dass wir damit, das ist ja auch noch ein Weg hier. Dass wir den hier auch gleich mit anschließen werden. Und das lassen wir erstmal. Dann können sie das Ding nämlich erstmal bauen. Vor allem müssen wir hier jetzt auch mal ein paar Leute zuweisen. Das Steinmetzlager, da ist ja immer noch Steine drin. Aber ganz ehrlich, das können wir jetzt hier abreißen. Brauchen wir nicht mehr. Brennofen. Ja, dafür haben wir halt aktuell... Was fehlt uns denn? Ach nee, die Forschung fehlt uns wahrscheinlich. Moment mal. Tiefe. Ne, das haben wir. Ach, das ist kein... Das ist keine tiefe Grube gewesen. Das ist ja nur die hier. Da können wir es machen. Die Verbesserung werden wir auch gleich hinzufügen. Und dann können wir das hier eigentlich auch die Leute rausnehmen. Und abbrechen. Gibt es auch nichts mehr. Die können noch ein bisschen arbeiten hier. Dann können wir noch einen zweiten hinzufügen. Da haben wir auf jeden Fall einen vollen Tierbestand. Da können wir auch noch einen zweiten hinzufügen. Bin ich eigentlich doof? Warum habe ich jetzt den abgerissen? Da ist ja noch ein üppiges Steinvorkommen. Bin ich doof? Wo bin ich doof?
Steinmetzlager. Sieht aber irgendwie anders aus, wie das, was hier davor gestanden ist, oder nicht? Kann es sein, dass sich die Gruben hier und das Zeug ein bisschen verändert hat optisch? Gut, dann können wir das Ding auf jeden Fall nochmal beschleunigen. Das habe ich ja gerade wirklich komplett übersehen. Da kommen ab sofort 3 Leute rein. Die Gerberei, die hat eigentlich nichts mehr zu tun. Warum habt ihr nichts zu tun? Achso, weil es hier noch nicht genügend Häute gibt aktuell. Ja, aber dann bleibt da erstmal einer drin. Förster, kommen 2 rein. Der Viehbestand hier sind auch 2. Die Sägegrube passt. Der Brennholz-Johnny kriegt jetzt einen 2. Da gibt es auch 2. Und da ist einer drin, okay. Dann ist erstmal der Personalüberschuss hier wieder im Griff. Das sieht gut aus. Dann lassen wir das jetzt ein bisschen schneller voranschreiten. Und wir müssen auch schauen, dass wir ein bisschen an Steuern verlangen werden, dass wir hier unsere Schatzkammer füllen können. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, brauchen wir nämlich für das der Teil hier 250 aus unserer eigenen Schatzkammer, um ein neues Gebiet zu beanspruchen. Lebensmittellager im Waldbrand ist voll. Warte mal, dann könnt ihr hier erstmal bauen. Und dann gehen wir mal hier wieder rüber. Wie sieht es eigentlich hier aktuell aus? Hier kommt jetzt gleich mal einer rein. Und kümmert sich um die Bären. Weil sonst sind hier, glaube ich, alle Produktionen aktuell besetzt. Bis auf meine Bretter. Aber das sieht erstmal ganz gut aus. Den könnten wir dann auch mal ausbauen. Dann können wir dann einen 2. hinzufügen. Das Lager ist schon mal nicht voll. Das Lager ist auch nicht voll. Ach, dann war es ein internes Lager. Können die hier erstmal Gas geben. Oh, unterbrochen? Warum? Ach, weil ich auf Pause gedrückt habe, bin ich ein Held. Das muss man ja erstmal wissen. Aber es sieht auf jeden Fall in beiden Gebieten sehr gut aus. Dass wir auch wirklich langsam vorwärts kommen. Der kleine Stall ist hier fertig. So. Jetzt ist auch der große Speicher hier fertig. Dann kommt hier nämlich einer rein. Der raus. Und bitte abreißen. Dann kann das gleich mal umgesiedelt werden.
Hatten wir eigentlich zufällig ein Steinvorkommen? Jo, wir haben sogar ein Steinvorkommen da hinten. Das können wir auf jeden Fall aufbrauchen. Das wäre gar kein Problem. Und der Lehm eigentlich auch. Finde ich auch gut. Die holen die Vorräte auch wirklich direkt rein. Dann sind wir hier auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg. Und als nächstes kommt hier dann auch ein Förster rein. Aber der kriegt auch gleich ein Aufgabengebiet zugewiesen. Der darf dann in diesem Bereich hier anpflanzen. Es liegt hier noch ein bisschen Stein rum. Okay, dann passt das hier. Oh, jetzt gehen uns hier die Bretter aus, oder was? Mhm. Aber hier ist alles drin, oder? Jo. Also kommt hier doch erst der nächste ins Sägewerk wieder rein. Und dann gehen wir mal wieder hier rüber. Nö, das sah gerade optisch ein bisschen anders aus. Aber da können wir leider auch nicht irgendwie eine Mine draus machen. Leider. Was ich ein bisschen schade finde. Ja, der Rennofen, der macht sein Zeug. Das passt auch. Die Kirche drüben ist auch fertig. Haben wir keine Steineauflage? Doch, jede Menge. Okay. Was? Sobald hier einer dazukommt, kommt er hier ins Steinmetzlager rein. Und hier drüben steht schon mal eine Kirche. Das ist sehr positiv für die Leute, denke ich. Jawohl. Muss ich sagen, haben wir den Grundstock eigentlich hier schon geschaffen, oder? Muss ich mal gucken, wie ist denn der Blick hier auf unser Dorf? So, machen wir hier mal einen kleinen Screenshot für die Folge. Und dann würde ich auch sagen, sind wir am Ende der Folge mit dem Blick von unserem Herrenhaus direkt auf unsere kleine Stadt. Es ist wirklich einiges passiert. Es läuft gerade ganz gut. Ich bin auch gespannt. Wir schauen uns beim nächsten Mal auch noch ein bisschen an, wie der Tauschhandel jetzt zwischen den Regionen, ob das alles so läuft. Aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Könnt mir gerne Tipps und Tricks in die Kommentare schreiben. Gerne ein Abo dalassen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ansonsten euch jetzt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.